Ja, hallo liebe Campingfreunde, ich habe Eberbach verlassen und bin jetzt in Heidelberg. Das war eine sehr schöne Strecke, bis auf die Stadtdurchfahrt in Heidelberg. Eine irre lange Tempo-30-Zone und eine Baustelle, da konnte ich nicht abbiegen. Dann wollte ich auf den Stellplatz und dann war die Einfahrt gesperrt und Umleitung und so weiter. Ja, und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr. Da habe ich jetzt mal hier rechts geparkt auf so einem Parkstreifen. Ist zwar nur für PKWs, aber scheißegal. Da stand noch ein Wohnmobil. Und dann werde ich mal gleich das Fahrrad losmachen und in die Altstadt radeln. Vor dem Start mit dem Fahrrad stärke ich mich noch ein kleines bisschen. Und dann geht's los. Ja, nach gut 4,5 Kilometer Fahrradtour bin ich nun in der Heidelberger Altstadt. Zum Glück fahre ich immer ganz entspannt, weil da war nämlich eine rote Ampel und 100 Meter weiter stand ein halbes Dutzend Polizisten. Ja, die kleine Querstraße heißt Unterer Fauler Pelz. Naja, das sieht so aus, als ob da ein Gefängnis wäre, wo die Faulpelze reinkommen. Campingfreunde. Der Fahrradausflug in die Altstadt von Heidelberg war sehr schön und da kam ich natürlich auch an dem Laden vorbei. Ihr wisst schon, was das für ein Laden ist. Ihr seht das an meiner Mütze. Die habe ich mir da direkt machen lassen. Ja,
Also der Stellplatz, der ist da so mies und ja, ich fahre da mal ein bisschen in die Weingegend, werde mal gucken, Richtung Pfalz soll es gehen.